hoffe, ihr habt die Woche 3 gut überstanden. Es wird noch eine Woche 5 geben, die ist dann wieder ein bisschen eine Mischung zwischen den Programmen, die wir vorhin hatten. Wenn das heutige Programm zu wenig streng sein soll für dich, dann bitte melde dich per Telefon oder per E-Mail und dann tut sich Michelle oder der Merlin sich bei dir melden und dann gibt es dir aber ein richtiges Hardcore-Training. Wir fangen an mit der Woche 4. Kniebeugen. Ihr seht wieder hier, rechter Winkel, nicht ganz durchstrecken oben, sehr strenge Übung. Wenn jemand das Gleichgewicht nicht hat, dann kann er sich auch mal einen Rahmen vor der Tür haben. Merlin, perfekt. So, breitbeinige Kniebeugen, hüpfen. Ganz wichtig, bitte tut landen auf den Vorfüßen. Und mit den Knien in den rechten Winkel, Knie so weit aus wie möglich und schaut, dass ihr eine Linie von den Füßen über das Knie bekommt, dass die Gelenke am wenigsten belastet. Michelle macht es wie immer hervorragend. Ausfallschritt, wieder abwechselnd hüpfen. Denkt daran, die Landung genau gleich wie vor der Übung, perfekt. Und wichtig ist immer, lächeln. Genau. Der Babyzep, einbeinig, das mal mit Gewicht. Ihr könnt auch 2,5 Liter Flaschen nehmen. Denen, wo das schwer wäre, selbstverständlich wie immer ein WC-Papierrolli. Ist ja wie immer top. Geil, es geht vom Gewicht. Gut. Bring Sally up, bring Sally down. Ein wunderbares Lied, um die Ausdauer ein bisschen zu fördern. Sing up, down, bleiben wir drunter. Bring Sally up, hoch und wieder down. Rechten Winkel nicht vergessen und voll durchbeissen. Super, Merlin, perfekt. Sehr anstrengende Übung, aber wunderbar für den ganzen Körper zu trainieren. Ihr seht, Michelle geht ab und macht einen Liegestütz, kommt hoch, hüpft wieder ab. Für die, die jetzt ein bisschen streng ist, die gehen nochmal ab, ohne dass sie Liegestütz machen, mit den Beinen hinten, ohne Liegestütz und wieder hoch. Genau so ist es perfekt. Und wenn sie gleich noch zu streng sollte sein, mache ich die Übung von der Woche 3. Michelle, top. Liegestütz statisch. Ihr seht, hier fast einen rechten Winkel machen. Ganz wichtig, dass ihr hier zu viel den oben habt. Und hier stabilisiert mit dem Bauch. Das ist ganz wichtig, wegen dem unteren Rücken. Wenn es sich streng sollte sein, die 40 Sekunden, dann geht es hinten nach dem Knie. Merlin kann runter. Dann wird es wieder viel weniger streng. Macht es so lange, wie ihr könnt. Und sonst abknäulen, wenn es streng ist. Perfekt. Gleiche Liegestütz schmal. Mit den Dungen bleiben, hier gut stabilisieren, ganz wichtig. Auch hier wieder, wenn es streng ist. Mach es so lange wie heute und sonst abknäulen. Perfekt. Sehr gut. Tipps machen wir wieder in der Woche 3. Maximum runter, dass das Vögel fast gar am Boden ankommt, aber nachher nicht ganz durchstrecken die Arme. Perfekte Sache. Sehr gut.
Am besten geht die Übung natürlich mit einem guten Stuhl. Selbstverständlich. Die Rücken strecken. Das machen wir wieder eine Flasche vormachen, damit das Gewicht wieder ein bisschen mehr wird. Ist hauptsächlich für die Partie hier vom Rücken her. Versucht, wenn es streng ist, ein bisschen mit dem Viertel weiter hinten runterzugehen. Perfekt. Ein bisschen weiter hinten runter mit dem Viertel. Dann wird es weniger streng und wieder hochgehen. Und die es wirklich streng können machen können, hinten reinhängen irgendwo. Ich habe jetzt Michel hier hochgekommen. Dann könnt ihr auch viel, viel weiter vorne gehen. Dann geht es hier hinten unten noch voll in Babyzeppen. Ist super ausgeführt. Super, machen wir Superman. Wieder hier für unseren Rücken, Gesäßmuskulatur. Maximum Beinlüpfen, vor auch Maximum Lüpfen. Wenn es streng ist, 40 Sekunden, legt die Flasche wieder ab. Und dann könnt ihr wieder ordentlich weiterfahren. Aber richtig schön hier Spannung reingeben. Ganz, ganz wichtig. Gibt einen sehr guten Start von unseren Rücken. Merli. Mit Gewicht, sprich eine Flasche. Maximum zusammenlegen, sehr volle Spannung im Bauch einkommen. Maximum ausschnaufen, einschnaufen, ausschnaufen und spannen im Bauch. Wieder einschnaufen und wieder pressen. Die, die wollen, können die Flasche auch hinter den Kopf nehmen. Genau, und hoch, dann wird es strenger. Sehr gut. Perfekt, Maximum durchgehen, ist wichtig. Seitliche Rumpfbeugen. Das heisst, volle maximale Spannung geben, flach atmen, ganz wichtig. Dann hier nach Maximum führen, dort nach Maximum führen. Das ist hier für die Sägenmuskulatur, die quere Bauchmuskulatur, die hier zu trainieren. Merlin macht schon den Top. Perfekt. Ganz simpel einfach, normal Brett heisst das. Wir müssen heute aber ein bisschen strenger machen, dass wir hinten noch ein Bein grätschen, zusammen grätschen. Perfekt. Die, die weich, können es noch ein bisschen langsamer machen und wenn es streng ist, bleiben wir einfach zusammen. Und Kontraktion hier voll im Bauch spannen. Letztes Mal müssen wir es machen mit dem Bein oben statisch, das Mal ist Bein unten und wir bewegen dynamisch. Wir können mit dem Fuß fast am Boden runter und wieder Maximum aufdrücken. Fast am Boden runter, Maximum aufdrücken, ist auch wieder hier für die Quere und die gerade Bauchmuskulatur. Michel, perfekte Ausführung. Bringseli Ups mit den Beinlüpfern. Dann geht die Hofbeuger und die Bauchmuskulatur. He? Perfekt. Dort hängen unter das Gesäß legen. Das ist der Rücken unten nachher, bis weniger belastet. Genau. Die, die können, können sogar für die ein bisschen auflöpfen. So. Perfekt. Wunderbar. Michel, sehr gut. Und versuche es durchzuziehen. Wir schaffen das, ich weiß es. Gut, mit denen der Hüftbeuger. Ganz ein wichtiger Muskel, für hier das Kreuz zu entlasten. Viele Leute, die hocken, die haben den Muskel sehr verkürzt. Darum ist es ganz wichtig, wenn man viel sitzt, hier richtig maximal Dehnung nach vorne geben. Den Fuß relativ weit vorne haben, den hängen maximum hinten. Und Druck nach vorne geben, so wie das man verleiden. So ist es perfekt. Merlin, super ausgeführt. Wir fangen mit der Wadenmuskulatur. Die Rolle setzen wir ganz unten an. Die Hände kommen hinter den Boden. Geben wir langsam ein bisschen Druck drauf auf die Wade. Wir können gut und gerne noch das andere Bein drüber legen. Dann haben wir deutlich mehr Druck drauf. Für die, die es nicht so verleiden mögen, die Beine lieber noch nebendran am Boden. Langsam kontrolliert drüber rollen. Drei rein massieren, wenn ihr einen Punkt findet, der euch wehtut.
warten, bis der Schmerz nachlässt. Und ganz, ganz wichtig, immer regelmässig atmen. Tut euch nie verkrampfen mit der Atmung. Gehen wir weiter von der Wadenmuskulatur zum hinteren Oberschenkel. Da können wir die Rolle wieder ansetzen. Genau die gleiche Position wie bei der Wadenmuskulatur. Hinger wieder abstützen, langsam Druck drauf geben. Hier wird es genau gleich. Das Bein könnt ihr drüber legen für ein bisschen mehr Druck. Nebendran legen, wenn ihr etwas weniger Druck wollt. Auch hier wieder langsam drüber rollen. Punkte suchen, die euch wehtun. Und wieder lösen. Genau gleich könnt ihr hier auch schon ein bisschen probieren, in die äußere Seite des Oberschenkels hineinzurollen. Und auch hier wieder die Punkte suchen. Bis sie sich lösen. Nehmen wir uns jetzt noch die Rückenpartie vor. Wir können die Rückenpartie ganz gut mit der Rolle massieren. Ich nehme für jetzt die hier, den Doppelroller. Ich komme hier etwas spezifischer noch an die Punkte her, die ich lösen will. Da lege ich mir die Rolle einfach wieder unter den Rücken, aber nicht allzu weit. Langsam probieren, die Hüfte zu lüpfen. Kontrollieren, wie viel Druck ihr selber reingeben wollt. Für die, die es nicht so gut verleiden mögen, dann könnt ihr den Arm noch nebendran den Boden legen und den Druck ein bisschen wegnehmen. Hier dann langsam probieren, drüber zu rollen über die Partien. Wenn ihr Punkte findet, wo ihr Schmerz empfindet, probiert wieder drauf zu bleiben, bis der Schmerz nachlässt. Und rollen da ruhig bis ganz auf den Rücken. Ich wünsche euch ein wunderbar anstrengendes Training in Woche 4. Michel hat euch auch schon erzählt, wie wichtig es ist, Wasser zu trinken. Probiert doch mal morgen, wenn ihr aufsteht, ein lauwarmes Glas Wasser zu trinken. Ihr werdet merken, es hilft eurem Körper unglaublich gut, in den Tag zu starten. Jetzt habt ihr angeschaut auf eine gesunde Ernährung. Schaut doch vielleicht jetzt schauen, am Abend ein bisschen weniger Kohlenhydrate zu euch nehmen. Vor allem in dieser Zeit, wo wir jetzt vielleicht ein bisschen genug Zeit haben zum Essen. Ihr werdet ein bisschen weniger darauf achten, dafür ein bisschen mehr Ballaststoffe zu essen. Und Protein natürlich. Wieder der Mental-Tipp zur Woche 4. Bis jetzt haben wir zweimal hintereinander am Abend positive Gedanken gehabt. Wie wäre es, wenn wir das Ganze am Morgen machen? Am Morgen erwachen, die Augen noch nicht mal auftun und mal die Gedanken durch den Kopf gehen, was heute alles Cooles sollte passieren. Was hast du für Ziel für den heutigen Tag? Was für ein Gespräch hast du gefordert, das positiv verläuft? Stell dir die ganzen Sachen, die du heute den ganzen Tag durchmachst, positiv vor und du wirst sehen, es werden Wunder passieren. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Bis nächste Woche.